was machen Sachen? Ja, wir machen hier an der Stelle einfach mal einen Neustart, würde ich sagen. Wir haben das Zimmer umgeräumt. Wir haben im letzten Stream, wie wir das ja gesehen hatten, oder wie ich schon im letzten Stream gesagt hatte, wie wir das Manga-Regal eingeräumt haben, dass ich meine Bude umgestellt habe, eigentlich mein Zimmer. Und es ist schon was, wieder alles fertig. Ich habe die Figuren wieder da in Ordnung stehen. Es ist, ein paar Kleinigkeiten sind noch nicht gemacht, aber das ist jetzt weiter nicht so schlimm. Und für einen Neustart dachte ich mir, ich hatte es euch ja schon mal in den Sirkat-Videos angedroht, wir werden ein bisschen neu starten. Wir werden jetzt zusätzlich zu dem Ganzen, was ich eh schon mache, basteln. Und ich dachte mir, wir fangen einfach mit einem Haul an, weil ich war einkaufen. Und ich will auch dieses Format dazu nutzen, dass ich mich ein bisschen mehr überwinde. Weil um halt zu basteln, müssen wir ja einkaufen. Und ich hatte das ja in meinem letzten Video auch schon angesprochen mit dem, ich bin schlecht in der Schule, dass ich unter einer Angststörung leide. Vielmehr unter einer sozialen Phobie, die sich durch die Depression wieder verschlechtert hat. Und aus irgendeiner komischen Lebensgrundlage, keine Ahnung, wie das passiert ist, hat er sich manifestiert in einer kompletten Panik vor Einkaufsläden. Ich weiß selber vielleicht nicht warum, vielleicht weil ich als Verkäuferin mal gearbeitet habe. Das ist mal super. Ich kann, wie gesagt, erstmal nicht in größere Einkaufsläden, also so Aldi, Lidl, Rewe, Co. Kannst du vergessen, gehe ich nicht rein, ohne fast eine Panikattacke zu kriegen. Aber ich konnte mich ein bisschen sensibilisieren, dass ich in kleinere Läden reingehe, sei es das Futterhaus, was bei uns in der Nähe ist. Da bin ich aber meist dann nur im Kassenbereich. Oder dann halt in Begleitung in andere Läden. Und heute war ich ganz stolz auf mich. Da habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich ganz allein in den Action gegangen bin, von dem auch der größte Teil des Halls ist. Ich war auch vor ein paar Tagen allein im Kick. Aber da war ich halt auch wirklich nur die Rundung bei der Kasse. Das war schon sehr nervenaufreibend für mich. Und ich dachte mir, dann habe ich auch mehr einen Grund, mich wirklich zu etwas zu überwinden. Ist ja immer so eine schwierige Sache. Wenn man eine Angststörung oder generell Angst hat, Angst manifestiert sich erstmal komplett wahllos und komisch sinnbefreit. Ängste sind meistens irrational, das ist das Seltsame an Ängsten. Und man muss da auch ein bisschen was für tun, dass man da nicht in so eine Angstspirale gefangen wird. Sprich, in meinem Fall, ich muss ab und zu mal irgendwo was hin. Das ist für mich tierisch anstrengend, selbst in so kleine Läden zu gehen, aber bin dann umso stolzer auf mich, dass ich es tatsächlich geschafft habe, tatsächlich auch was zu kaufen. Weil dann ist auch wieder so ein Punkt, dass ich absolut momentan Herzrasen kriege, ist einfach an der Kasse stehen. Als wird mich irgendeiner anfallen, weil ich an der Kasse stehe. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich viel zu viel gelabert, was nicht zum Thema kommt. Vielleicht aber auch einfach mal, was bei mir so abgeht. Vielleicht findet sich der ein oder andere, der dem es so ähnlich geht und fühlt sich vielleicht angesprochen, du bist nicht alleine. Vielleicht sollte ich auch mal generell ein Video machen zu meinen irrationalen Ängsten. Wie gesagt, ich lebe schon seit früher Kindheit mit einer Angststörung, die immer mehr, mal weniger vorhanden ist und hier und da auch mal sehr kuriose Sachen sich äußert. Angst ist halt immer irrational und was mein Hirn sich manchmal ausdenkt, ist halt WTF, wieso kommst du da drauf? Wäre vielleicht auch mal interessant, für generell drüber zu reden. Macht man ja normalerweise nicht sogar so mentale Sachen, obwohl es wird ja immer mehr entkommen. So Depression ist ja ein Thema, was halt momentan über mehr geredet wird, aber so andere Sachen nicht. Vielleicht machen wir da mal was drüber. So, jetzt sind wir komplett vom Film abgefahren. Die Unboxings von dem Sirkat fandet ihr ja ganz nice, deswegen dachte ich mir, machen wir einfach mal da weiter und ich zeige euch einfach, was ich gekauft habe. Machen wir einen Haul. Das war ja irgendwie mal so ein Ding. Eine Bekannte von mir macht das auch mit verschiedenen Sachen. Ich dachte, ja, ich war jetzt einkaufen, wieso kann ich das nicht auch machen? Ich war, wie gesagt, in zwei Läden einkaufen. Einmal war ich vor ein paar Tagen im Kick. Da habe ich mir Fimo geholt, sieht man das? Ein Brett vom Kopf oder Knete. Ich habe mir diese Fimo-Knete, ich glaube, ist das Knete? Ich nenne es jetzt einfach mal Knete oder. Ist halt das Zeug, das ist bunt, das ist schon mal ganz schön. Sind Spielfarben, 12 Farben und das wird im Ofen hart. Und das ist, glaube ich, das, was ich als nächstes mal versuchen werde, weil wir haben hier schöne, viele bunte Farben. Lass mal kleine Figürchen kneten und gucken, wie das so wird und wie das funktioniert. Und vielleicht, wenn das gut klappt, können wir ein bisschen aufleveln und ich hole mir diese Sculpey-Knete oder Sculpey-Zeugs, weil das dieses professionellere, einfarbige, dass wir da Figürchen kneten können. Und um Figürchen haltbar zu machen, habe ich mir ein Riesen-Eddy gekauft. Ich muss sagen, den habe ich mir legit nur gekauft, weil es halt ein Riesen-Eddy ist. Ich fand den so lustig.
Zumal ich brauch's ja eh, wenn wir das hier machen. Ich weiß halt nicht, wie gut das hier ist mit der Farbe, ob die irgendwie abfärbt oder irgendwas macht. Habe ich mir gedacht, Kleinlack brauchst du ja dann eh. Wenn nicht, machst du schön shiny. Aber ich bin bei so farblichen Sachen immer ein bisschen vorsichtig, weil sowas färbt ja immer so ein bisschen ab. Ich muss dann immer an die Play-Doh-Knete denken, die halt alles einfärbt. Und bin auf Nummer sicher gegangen. Wir können dann auch 3D-Objekte anmalen. Da habe ich auch gerade einen Versuch gestartet, den ich eventuell vielleicht zu einem Video mache. Ich habe hier die kaputten Pokebälle. Die sind hier ein bisschen kaputt. Gut, den habe ich jetzt mit Gesso nur angemalt, dass er als Grundierung habe. Hier habe ich einen ohne Gesso. Wie ihr seht, die sind noch ein bisschen shiny, die sind noch am Trocknen. Mit Acrylfarbe angemalt und guck, wie das so funktioniert. Ist jetzt momentan noch nicht so geil, weil die Acrylfarbe relativ dick ist und ich habe jetzt hier noch mal im letzten Versuch, nachdem ich eine Schicht normal gemacht habe, die Acrylfarbe mit ein bisschen Wasser verdünnen und hoffe, dass das nicht so streifig ist. Aber ich glaube, entweder habe ich zu wenig Wasser genommen oder so. Es wird trotzdem sehr streifig. Und Jess war auch sehr streifig. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Na doch. Ja, mal schauen, wie gut das funktioniert. So, jetzt kommen wir zu dem Zeug, was ich mir im Action geholt habe. Oh, ich habe so eine Tasche. Übrigens, ich habe mir das selber gekauft. Ist leider nichts gesponsert. Muss ich alles selber für bezahlen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Davon habe ich halt einmal Gesso gekauft. Also, ich habe einmal dort Gesso gekauft. Falls einer nicht weiß, was das ist quasi eine Grundierung. Die kannst du nur nehmen. Ich kenne das jetzt primär nur aus dem Malermetier für Leinwände grundieren. Man muss ja immer eine Grundfarbe drauf machen. Du kannst ja nicht direkt auf Leinwand meistens malen. Das kommt nicht so gut. Das ist Farbverschwendung. Deswegen nimmt man da Gesso, macht halt die erste Schicht oder zweite Schicht Gesso drauf und malt dann halt da mit Acrylfarbe etc. weiter. Mit Ölfarbe weiß ich nicht, aber meistens mit Acrylfarbe nimmt man das ganz gerne einfach als Grundierung zum Weiter dann draufmalen. Hin und wieder auch ein bisschen getönt, dass man da leicht ein bisschen Farbe reinmacht. Ja. Und dann habe ich mir gekauft einen weißen Bastelkleber. Ich hoffe, er ist auch weiß und nicht nur die Verpackung. Weil Kleber kann man immer mal gebrauchen. Ich hatte letztens Kleber gesucht und keinen im Haus. Dann hat meine Mama mir einen Stift mitgebracht. Und ich habe mir jetzt halt nochmal weißen Bastelkleber gekauft. Für Basteln, für Gründe. Den werden wir vielleicht eventuell brauchen, weil ich habe mir nämlich coole Boxen geholt. Das sind so drei verschiedene Modelle. Das sind so Holzbausetkästen. Ich zeige gleich einen nach dem anderen. Das sind so Holzbausetkästen. Das ist so ein. Gibt von der Variante drei verschiedene. Hier haben wir so einen Vogelkäfig, einen Heißluftballon und einen Blumenstand. Die spielen auch Musik und sollen sich drehen. Macht Krach und dreht sich. Und ja, die werden wir ja zusammen basteln. Ich hatte ja im Stream schon vor Ewigkeiten mal einen. Ja, so ein Bücherständer, so eigentlich so ein Buch fürs Bücherregal, so ein Deko-Ding gemacht, was viel zu lang für mein Manga-Regal ist. Das habe ich aber vorher nicht gewusst. Und wir werden die dann wahrscheinlich in einem Stream, eventuell dann auch passend zusammengeschnitten in einem Video mal machen. Da freue ich mich schon riesig drauf, gerade weil es Musik macht. Alles, was kracht, ist toll. Wenn es dann auch nur eine Melodie hat, ist noch besser. Und dann habe ich mir noch sowas Ähnliches geholt, was halt keine Melodie macht, sondern sich nur bewegt. Das soll, soweit ich dann verstanden habe, hubbelt man dann daran und dann bewegt sich das. Ich glaube hier, ist das ein Schmetterling? Ich glaube, das soll ein Schmetterling sein. Ich hätte es beinahe gesagt, die fette Motte. Das ist ein dicker Schmetterling. Bewegt sich und die Blume da, die bewegt sich dann auch. Oder man muss eine Blume pumpen, dass der Schmetterling sich bewegt. Irgendwie sowas. Sagt in mit Motion Action. Und man kann den QR-Code scannen, falls hier einer den QR-Code scannen möchte. Ich weiß nicht, was er tut. Es ist bestimmt kein Rickroll. Nein, warte, Kamera funktioniert nicht so, wie es soll. Kann man das durchs Kamera? Kann man so ein QR? Ach, eigentlich müsste das durchs Video gehen. Wollte gerade überlegen, kann man durch die Kamera den QR-Code scannen? Ja, eigentlich schon. War eine dumme Frage, es tut mir leid. Manchmal kommen mir so Ideen in den Kopf, die ich einfach ausplären muss. Wie eine Haarspange, so. Ich habe hier eine Strähne, die fällt mir als in die Fresse. Und ich habe hier, weil die schön glitzern. Es gab noch andere Farben, aber ich habe mir die gelbe Palette genommen, weil Gelb meine Lieblingsfarbe ist.
Primär habe ich den hier eigentlich geholt, weil ich so einen Wasserstift mal haben wollte und gucken, wie der funktioniert. Und das ist halt glänzende Farbe, Wasserfarbe. Ich bin jetzt nicht so der visierte Wasserfarbenmensch, aber es glitzert, das ist auch nicht verkehrt. Vielleicht können wir, wenn das funktioniert, das ist ja Wasserfarbe. Können wir die anmalen? Wäre ja auch eine Idee. Mit Wasserfarbe müsste das ja ganz gut gehen. Und wenn es am Ende nur glitzert, bin ich auch zufrieden. Das sollte doch, glaube ich, machbar sein. Wir werden es sehen. Wird halt alles gelb. Gelb-Silber. Aber so eine schöne Farbpalette eigentlich. Wir haben halt schwarz. Warte mal. Es ist schwer verkehrt mit dem Spiegel verkehrt. Haben schwarz, silber, weiß. So ein Rosé-Ton. Dann ein bisschen rot. So Terrakotta-mäßig. Oh lol, das heißt Terrakotta. Okay, wir haben Terrakotta und Gelb. Wer ist denn Gelb? Deep Safran. Safran ist, kommt Kuchen. Safran kommt in den Kuchen rein. Safran ist schweineteuer, das Gewürz. Und ich habe mir Pinsel gekauft. Eigentlich ging es mir primär um das Ende der Pinsel, weil ich dachte, die könnten sehr hilfreich sein für die Fimo-Knete. Dass man da so Details reinarbeiten können. Ich wollte ja eigentlich diese Tools haben oder so Metalltools raussuchen für Tonarbeiten. Das ist aber nicht gegeben, so ein Tonset. Aber ich habe ja hier so ein bisschen was Doppeltes von meinem Cricut. So dieses Zahnarzt-Ding. Das ist halt relativ scharf. Ich weiß nicht, ob das so geil ist für Knete. Da machst du ja lauter scharfe Kanten rein. Das kommt, glaube ich, ein bisschen komisch. Ohne Pinzette. Die könnte vielleicht Handy werden mit kleinen Sachen. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe noch keine Ahnung. Ich gucke aber ganz gerne mal, wie Leute was aus dem Ton kneten. Aber selbst habe ich da beim Selbermachen noch nicht so viel Erfahrung und werde wahrscheinlich vieles zweckentfremden, wie jetzt diese Pinsel. Mehr weiß ich auch nicht, was ich mit dem Pinsel sonst machen sollte. Ich glaube, Wasserfarben sind jetzt nicht so geil geeignet. Vielleicht die letzten zwei. Vielleicht gibt es auch die Lola zum Spielen. Keine Ahnung. Aber ich kann ja gleich mal gucken. Wie gesagt, eigentlich ging es mir primär um diese Enden der Pinsel. Diese Nupsis hier. Ah, die sind auch schön hartgut. Ich war mir nicht so sicher, weil. Also Plastik. Habe ich ja in der Packung nicht gewusst. Das fühlte sich gerade etwas flimsig an. Ich glaube, damit kann man gut arbeiten. Ich glaube, den kleinen werde ich öfters mal benutzen. Ja, mal echt eine coole, irritierende Farbe. Den könnte man tatsächlich auch für Wasserfarben oder sowas, glaube ich, nutzen. Ich nutze ja leider keine Schminke. Bin ich viel zu faul für. Ich habe tatsächlich Schminke. Aber ich habe dir das letzte Mal, glaube ich, aufgetragen vor 5 Jahren oder so, weil wozu? Ich sitze ja eh zu Hause. Für wen muss ich mich hübsch machen? Und ich bin viel zu faul dafür. Die sind ja sehr weich. Fühlt sich eigentlich echt nice an. Ja, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe die eigentlich nur gekauft wegen den. Da flüchtet einer. Wegen den Enden. Ja. Und ja, viel mehr habe ich mir erstmal nicht gekauft. Ich dachte, für den Anfang ist das ja ganz gut, dass wir mit diesen Holzbausettkästen-Dinger anfangen. Dass wir vielleicht mit dem hier starten, mit dem kleinen flachen. Ich nehme an, das ist das leichtere. Denke ich mir zumindest. Ich kann auch falsch liegen. Ich weiß es nicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wenn das funktioniert, können wir die größeren. Obwohl der Luftballon sieht vielleicht leichter aus, hat nicht so viele Teile auf dem ersten Blick hin. Egal, wir fangen trotzdem mit dem kleinen flachen an. Das kleine flache Paket zuerst und dann machen wir in ein paar Streams oder halt in Videoform oder beides die anderen. Müssen wir mal gucken. Ja, so viel zu meinem Plan. Ich bin wieder wie immer ziemlich planlos, aber das ist ja nichts Neues. Ich habe so grob die Richtung oder grob die Idee. Wieso, was? Mach ich's anders. Wenn du da als rausfällst, dann stupfe ich euch alle da rein, dann verliere ich die nicht. Muss mir dann vielleicht mal eine passende Box für das Zeug holen, damit ich weiß, wie ich das verstaue. Sieht man nicht hin. Ich habe hinten halt so eine Schrankwand. Und da kommt das Bastelzeug mit anderen
rein und dass das nicht alles so kreuz und quer fliegt. Ich habe zwar einen mit Schubladen, aber die sind trotzdem komplett unübersichtlich. Obwohl, darauf freue ich mich auch. Chino-Knete. Ich weiß noch nicht, was ich mitmache. Vielleicht erstmal ein paar einfache Förmchen, dann mal was Komplexes. Ich würde ja gern so ein Chibi machen. So können wir mit mir anfangen, mit so einem Mini-Chibi-Mi. Weil ich habe hier keine Hautfarbe drin und ich bin mein Avatar ist ja blau. Dann kann ich ja hier primär dieses Blau-Ding, das müsste funktionieren. Das ist ein bisschen saturiert. Vielleicht mische ich noch ein bisschen Weiß mit dazu. Das müsste ja, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Und guck mal. Aber wir machen vorher vielleicht einfach ein paar Probedinger. Mal sehen, mir fällt da noch was ein, bestimmt. Es ist ja nicht so, dass es mir an Ideen scheitert. Meistens scheitert es mir an der Energie tatsächlich was zu machen. Aber das ist ja auch so ein Ding der Depression. Die Motivation ist nicht immer ein bisschen da. Aber das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Wir kriegen ja schon. Bin ja doch ganz offensichtlich. Ganz positiv bestimmt. Auch wenn ich die Videos wie jetzt mitten in der Nacht aufnehme, weil ich denke, jetzt ist die perfekte Uhrzeit, um ein Video aufzunehmen. Vielleicht ist es dadurch ein bisschen dunkler, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, ich schneide mir diese eine Haarsträhne noch ab. Ich brauche irgendwie eine Haarklipper. Es ist zu kurz für hinter das Ohr. Generell muss ich Haare schneiden. Das ist wieder zu lang. Hier die Seite zu lang. Was hier hat auch eine doofe Länge. Ja, ich bin wieder komplett abgekommen vom Thema. Ja. Soweit der Plan. Bastel und 3D. Wir wollen generell, will ich wieder weniger von den Tutorials wegkommen, sondern mehr so Lava-Videos machen. Die liegen mir momentan ein bisschen mehr, dass ich euch nur Ohr abquatsche. Und ja, deswegen wird es wahrscheinlich auch mehr irgendwas geben, was mich gerade beschäftigt und ich rede drüber. Vielleicht reden wir wieder mal über einen T-Tech, der halt sehr viel Scheiße labert oder jemand anders, der viel Scheiße labert. Oder ich erzähle euch Geschichten von meiner Jugend, wie ich noch jünger war. Irgendwie ein Thema wird mir finden. Ich habe schon ein, zwei Themen, worüber ich mal reden wollte, aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das anschneiden möchte. Vielleicht einfach mal starten und gucken, wie es läuft. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mein Haul. Ich habe ein paar Sachen gekauft, viel zu lange geredet. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt über die Basteleien, die wir machen werden. Vielleicht finden euch irgendwas Lustiges ein, was wir mit Fimo kneten können. Und keine Ahnung, vielleicht verlose ich den Käse, den wir dann zusammen machen. Wäre eigentlich eine coole Idee. Ich bastel was und verlose in einem Video. Das wäre doch mal cool. Weil ich habe ja dann das Zeug hier rumliegen und weiß nicht, was ihr mit anfangen soll. Und das ist ja auch schade. Das ist ja dann doof. Und wenn ich das verlose, mache ich hoffentlich jemanden glücklich. Das wäre doch cool. Gerade wenn es so kleinere Projekte sind, kann man die ja super immer mit der Post wegschicken. Mit so einer Bubblewrap-Polsterfolie. Ja, dann würde ich sagen, war es auch für dieses Video. Ich habe viel zu viel geredet. Und ja, lasst doch mal ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns demnächst. Habt einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, wann auch immer ihr das Video seht. Auf Wiedersehen.